episode of Life is Strange. Get that gun away from me, psycho! No! They called film little pieces of time. What the fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. For reals, Warren, this is between you and me. Don't insult me. Max, go on. Hey, leave him alone! Max? Chloe? It makes perfect sense I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait! Is that grass? Tell me the truth. That's an order. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max, tell me everything. So, dann darf ich auch endlich mal was sagen. Und zwar herzlich willkommen zur zweiten Episode Life is Strange. Ich habe mich da jetzt fast ein Jahr vor gedrückt, weil, ja, es ist Life is Strange und man muss in der richtigen Stimmung dazu sein. Und es ist mir einfach so, komm, warum nicht? Ein Wecker klingelt. Bösen, wir machen den, wie heißt das, Schlummermodus an. Achso, ich kann die Steuerung natürlich auch nicht mehr. Zimmer von Max. Cool. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Ich kann mich nicht mehr so wirklich an das Spiel erinnern. Also ich habe es ja jetzt gerade in der Vorschau gesehen, was passiert ist. Und dann war es mir wieder klar, was los ist. Im Großen und Ganzen weiß ich auch, was passiert. Aber ich glaube, die zweite Episode war bescheuert. So viel weiß ich noch. Ihr Zimmer ist ziemlich verdreckt, aber nicht so verdreckt wie meins. Out of time. Wir können ja so, also für die Leute, die jetzt die erste Episode nicht gesehen haben, wir haben die Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen. Das ist so die wichtige Info vorab mal. Sie sieht aus, als hätte sie irgendwas genommen. Komm, wir stehen auf. Ich habe eine Frage. Warum lädt ihr Handy nicht? Wie kann sie am nächsten Tag noch Akku haben, wenn sie ihr Handy am Vorabend nicht ansteckt? Das passiert bei mir unter Tag schon, dass es an der ist. Haben wir einen Spiegel? Schauen wir mal rein. Wow. Hello, Zombie Face. This is what happens when you research quantum physics all night. Ey, uns hat irgendwie geschrieben, Tab ist der Schalter. Mad Max. Keine Emojis. 40 Minuten am Diner, werde da sein. Verspäte dich nicht, oder ich weiß, die Zeit arbeitet gegen dich. Immerhin hast du zugesehen, wie der Diebstühle mich hochnimmt. Ach ja, du bist fies, 40 Minuten. Sonst, ja. Even with all this crazy shit going on, it is so cool having Chloe back in my life again. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Das sieht schon cool aus. Bett machen, weil wir wollen ja nicht unordentlich sein. Ich habe mein Bett noch nie in meinem ganzen Leben gemacht. Schau mal, Cartier-Bresson, Doineau, Hamilton, the greatest. Machen wir mal Musik aus. Brauchen unsere Ruhe in der Früh, sonst können wir nicht klar denken. That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. That was a good hockey game, and man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Interessant, was in ihrem Leben so abgeht. Was hat sie da? I could rewind for days and read all of these books. Ja. Will I really find any insight into my power? Ich denke nicht. I can't keep my eyes open. Oh, sie hat das Reh gezeichnet. But I know there's a scientific answer. Und den Wirbelsturm und ja. Selfie. Erstmal in der Früh aufstehen. Take your power Selfie. Seriously. Selfie time.
benutzen wir mal einen Laptop, schauen wir, was abgeht. Lauren is blowing up my inbox now. As long as he helps me figure this out. Ich möchte das nicht lesen, glaube ich. Nein. Ich möchte nichts über irgendwelche Zeitmaschinen lesen. This is so insane, it sounds logical to me. Oh Gott, ich kann mich nicht erinnern, dass es so anstrengend war. This wormhole thing makes total sense, but ja, wir brauchen das nicht lesen, weil wir es nicht verstehen. Dana is not messing around here. Okay, Dana schmeißt eine Geburtstags-Halloween-Party. Richtig geil. Die haben wir letztes Mal schon gegossen und die dürfen wir nicht öfter gießen, weil ansonsten geht die uns ein. Now I have to wonder if any of these films are based on a true story. Ja, Filme. Ja, Gitarre spielen wir jetzt mal nicht. Wir brauchen unseren Kulturbottle. Okay, Max, let's hit the showers now. Schauen wir mal da rein. Uh-oh. I wonder if I'll ever wear a watch again. Ja. Gut, dass du diese Uhr nicht mehr trägst. Sieht kindisch aus. Gut, dann verlassen wir einfach mal das Zimmer. Do not forget, I need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. Oh, natürlich, Victoria. Oh, Rachel, Amber, dann rennen wir gleich weiter. Haha, das ist lustig. Können wir klopfen? No Brooke here. Können wir da nicht ein bisschen was verschönern? Kann die... Victoria ist mir total unsympathisch, aber ich glaube, das ist bei vielen der Fall. Oh, jetzt sollten wir die Zeit zurückspulen. Ja, ich weiß noch, wie es funktioniert. Warnen? Alyssa, can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Wow. Now that was close. Thank you, Max. Also sie freut sich gar nicht, dass sie das Ding nicht gegen den Kopf gekriegt hat. Einfach so, boah, geil. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Ich hoffe positive, weil wenn man Positives tut, sollten auch positive Dinge einem widerfahren. Hey, da ist Dana. Was geht ab, Partygirl? Hi Dana, how are you? Much better than yesterday. I'm glad we talked. Are you? I'm not trying to get into your business. You're almost psychic. I felt like you knew everything anyway. By the way, the best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig. That's awesome, Dana. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. I'm not big on cosplay. Don't let life pass you by, Max. So, are you coming to the party or not? Natürlich. Why the fuck not? If I hate it, I can always go back to my room. That's the spirit, Max. After this, you'll be ready for a rave. It does sound like fun. Now I have to go contemplate my party future. Und die Babypille, ja, ja, die Dana. Ist das noch? This is both sad and pathetic. Dana, ich. Okay, Logan ist immer noch voll der Arsch. Was? Travers Jacke läuft. Läuft. Hier, was steht da? Steht da noch irgendwas Interessantes? Was? Sehr wachsam auf den... Natürlich, ich weiß immer, wo ich bin. Da hat die gerade Alarm-App. Ja, die Orte mich Good wahrscheinlich time. Andauernd. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Buchclub. Ja. Nee. Thanks for the warning. Vortex Club. Okay, cool. Mhm.
Ja, gehen wir mal duschen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge von Life is Strange. Ich hoffe, euch hat jetzt die erste Folge der zweiten Episode gefallen und ihr schaut euch vielleicht noch die anderen an. Fände ich auf jeden Fall mega cool und dann hätte ich auch ein bisschen mehr Motivation, solche Spiele durchzuziehen, weil das ist mir immer zu viel Text. Okay, wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss!